So, jetzt hatten wir ja drei Tage gruseliges Wetter, verheerenden Hagel. Habt ihr vielleicht in Nachrichten mitgekriegt? Benedikt Beuern und so, und das Kochel verheerend. Und ich hatte insofern Glück, dass ich nicht unterwegs war. Aber das war schon schlimm. Ja, ich schleppe halt mal große Gummis und so. Ich habe keine Erfahrung, deswegen muss ich es quasi lernen. Also lacht mich bitte nicht aus, wenn ihr denkt, was macht er denn da? Ich mache das ja nie. Ich muss mich da jetzt einfach mal irgendwie, frage ich, mit zurechtfinden, wie das vielleicht funktioniert, im Freiwasser an ein paar große Hechte zu kommen oder eben auch nicht. Ah! So. Ja, jetzt hatte ich ja lange auf YouTube nichts, weil ich gedacht habe, das ist langweilig. Aber offensichtlich soll ich euch mal mit auf eine Kajaktour nehmen, wo ich nicht weiß, was passiert. Mache ich jetzt einfach. Ist vielleicht was Schönes für einen Abend fürs Sofa oder kurz vorm Einschlafen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was passiert. Also große Gummis wollte ich ja schleppen, habe ich gesagt. Da wollte ich jetzt mal die große Ränke schleppen hier. So, den Trumm da, der geht jetzt mal ins Wasser. Es sieht natürlich fantastisch aus, aber sehen wir. Den lege ich schon mal zur Seite. Dann habe ich ja hier noch, wo sind sie denn hier? Warte mal. Dann habe ich jetzt die Geschichten hier noch. Könnte ja auch funktionieren. Aber auch so andere große Sachen, also alles möglich. Das Ganze in grün und ja, sowas in der Richtung. Und dann schauen wir einfach mal, was ist. Ja. Haben wir alles drin, alles dran. Das nehmen wir zum Werfen. Legen wir das mal zur Seite. Für den Fall, dass da was geht. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. So, jetzt hatte ich doch Bodenberührung mit den Gummifischen. Doch tiefer gelaufen, als ich dachte. Jetzt nochmal neu rausbringen. Schätzungsweise, gut, ich bin ein bisschen um die Kurve gefahren. Aber bevor da jetzt Kraut dran hängt und nichts passiert. Da ist nichts dran. Okay. Da habe ich jetzt hier mal die 25 cm dran. Ich fahre jetzt erst noch ufernah, so auf 15, 16, 17 Meter Wassertiefe. Und dann schauen wir mal weiter. Jetzt fahren wir noch ein bisschen weg. Das soll mal reichen. Das passt wunderbar. So, den kann ich ja werfen. 4000er Stella habe ich da jetzt drauf. So, ich habe da jetzt die ganz einfachen Rutenhalter drauf von Scotty. Das Universal heißen die sogar, aber mir gefallen die, weil ich kann hier die Rute gleich rausnehmen. Ich muss das nicht erst irgendwie aus dem Rutenhalter rausholen. Und wenn man Angst hätte, ja, dann verschwindet da beim großen Fisch hier meine Rute im Wasser. Erstens habe ich meine Sicherung dran, also die Rute verliere ich mit Sicherheit nicht. Aber ich habe auch hier einen ganz kurzen Weg. Ne? Also wenn da was ist, ich habe hier die Hand dran beim Lenken, bin sofort da. Ja. Und dann kann ich hergehen und sobald, ich kann die sofort rausnehmen. Seht ihr das? Das ist eigentlich ganz toll. Und ist dann gleich wieder drin. Finde ich bei dem Rutenhalter richtig spitze. Weiter geht's. Tja. Also ich fange bei Adam und Eva an. Sonst fange ich die Hechte ja beim Seeforellenschleppen auf die kleinen Dinger, so auch große Hechte. Da habe ich mich also nie drum gekümmert. Jetzt will ich das ja mit den großen Gummis machen. Ich habe keine Ahnung, wie tief die Dinger wirklich laufen. Ja, irgendwann kriege ich das dann raus, wenn ich mal ein bisschen flacher schleppe und dann sehe, bei der und der Geschwindigkeit, da hätte ich Bodenberührung. Dauert halt ein Weilchen, bis ich das dann mal raus habe. Und jetzt fahre ich mal so über 13 Meter Wassertiefe mit 2,8. Und da habe ich natürlich ein bisschen recherchiert, aber du findest ja alles, ne? Zum Thema Hechtfischen, Ruten, nee, so und dann so, Rolle so und so, Schnüre so und so, Vorfachstahl, Hartmono, ja, nein. Da hat so jeder sein Ding, ist ja auch klar. Und wie immer gilt, wer fängt, hat recht. Aber ich muss da jetzt ganz von vorne anfangen, weil bei uns die Hechte, vor allem jetzt im Freiwasser, kenne ich nicht.
Also klar kenne ich die, ich sehe das dann schon mal, wenn ich da mit dem Saiblingsfischen unterwegs bin, aber ich habe da ja nie drauf gefischt. Deswegen schleppe ich jetzt hier umeinander, wie jeder andere auch irgendwie anfangen würde. Das hat mal was anderes. Und da bin ich mal gespannt. Was mich am meisten interessiert, ist ja die Frage mit der Temperatur. Jetzt haben wir ja Ende August, 30. August. So. Jetzt hatten wir vor 3 Tagen noch 23 Grad Oberflächentemperatur. Also wir hatten ja heißes Wetter, wisst ihr ja. Dann kamen jetzt 3 Tage Unwetter, Hagel hast du nicht gesehen. Und jetzt liegt die Temperatur an der Oberfläche bei 18,8. Soweit, so gut. Jetzt war ich aber die Tage ja mit den Tauchern draußen und die sind da mal so rumgetaucht. Da habe ich die ja mal gefragt, erzähl doch mal, wie tief ist denn auf 10 Meter? Da sagten die 7. 7 Grad, echt jetzt, das war ja im Uferbereich. Da hätte ich nie mit gerechnet, dass es in 10 Meter Wassertiefe schon 7 Grad hat. Gut, ist ein Bergsee, ist eben eine andere Baustelle. Ob das woanders jetzt auch so ist, weiß ich nicht. Jetzt kommt die spannende Frage, ja, in welcher Höhe steht denn jetzt der Hecht da umeinander? Da habe ich mir gefragt, naja gut, wenn es um seinen... Oh, da steht einer. Der steht auf 9. Na jedenfalls, in welcher Höhe steht jetzt der Hecht? Ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass der Hecht freiwillig, wenn er nicht muss, sich gerne in 7 Grad Wasser reinstellt. Was seinen Stoffwechsel angeht, ist er ja stark verlangsamt. Wieso soll er das machen? Wenn er sich da jetzt seinen Winterspeck anfressen will, müsste er eigentlich im wärmeren Wasser stehen, also im Oberflächenbereich. Aber ich sehe da relativ wenig große Echos, also in den ersten 10 Metern, egal wo ich jetzt rumfahre. Und jetzt frage ich mich natürlich, okay, ist das bei uns am See anders, weil der primäre Beutefisch vom Hecht, wenn ich die dann aufbreche, in der Regel haben sie Saibling drin. Ich sage jetzt mal, zu 80% ist da ein Saibling drin und die anderen 20% so, da ist mal eine kleine Renke dabei und da Barsch und auch mal eine Rutte. So, aber der Saibling schwimmt nativ, der schwimmt da jetzt nicht an der Oberfläche rum. Wieso ist das so? Da habe ich mir natürlich gedacht, naja, für den Hecht ist es wahrscheinlich das Einfachste, den Saibling zu jagen, weil der nicht scheu ist. So eine Renke weiß, dass sie ein Opfer ist im Wasser. Also wenn der irgendwas ist, haut die ab. Und der Saibling macht ja genau das Gegenteil. Den kümmert ja gar nichts. Hauptsache, das glitzert oder sonst irgendwas. Der ist immer nur neugierig. Es hat es vielleicht für den Hecht doch einfacher. Wäre, ich stelle mich lieber tiefer, wo die Saiblinge vorbeikommen. Ja, die weichen mir gar nicht aus und dann stoße ich einmal zu, habe ich den. Und ich weiß natürlich, dass wir einen Haufen Hechte ziemlich tief gefangen haben. Gerade im Frühjahr, ja, wenn ich dann mit dem Saiblingsschlepp unterwegs bin, 30 Meter. So, fängst du jetzt da einen Hecht. Gut, im März, April oder was, dann ist das Wasser sowieso nicht wärmer als 7 Grad. Dann ist es wurscht, wo er sich hinstellt. Aber wie ist es jetzt im August? Weiß ich nicht. Kann ich also am Ende des Tages nur probieren und mir denken, ja, mach mal. So. Und jetzt bin ich ziemlich sicher, jeder von euch hat eine tolle Idee, weil er sagt, ah, ich mach das so und so und so und so und so und so. Ja. Schauen wir mal, ob da jetzt irgendwas passiert. Wie gesagt, ich fahre bei 13 Meter Wassertiefe. Ich habe Echos. Ich habe Kleinfisch und größere Einzelechos. Das, was ich gewiss nicht weiß, ist, wie tief die Dinger da hinten laufen. Laufen die jetzt auf 3 Meter oder laufen die auf 7? Kriege ich dann mit der Zeit mit. Schauen wir mal. Wenn ihr jetzt einen Kajak habt und schleppt mit 2 Ruten, dann werde ich schon mal gefragt, wie machst du das jetzt da so, dass das jetzt wieder kein Durcheinander wird. Also beim Seeforellenfischen mache ich es ja auch so. Das mache ich jetzt beim Hechtfischen auch, hat sich vorteilhaft erwiesen. Jetzt habe ich 2 Ruten draus, rechts, links. Jetzt kriegst du ein Biss. Beim Hecht wird er ja schon rabiater sein. Also wenn jetzt ein Gescheiter auf so einen 25 cm Lappen läuft, wird das ja wahrscheinlich jetzt nicht der kleinste sein. Jedenfalls, der erste Griff geht zur Rute. Rute raus, hack. Das ist klar. Weil sonst hast du Fehlbiss, wenn du da vergisst, den Anschlag zu setzen oder nochmal nachzusetzen, ist das Murks. Also ich stelle erst sicher, dass ich den Fisch gehackt habe. Ich halte aber das Kajak in der Spur.
In dem Moment, wo du jetzt hier rumdrehst oder so, hast du nur Gelerch mit der anderen Route, weil dann kommen die Schnüre über Kreuz, mache ich also nicht. Haken. Fahre weiter in Schritttempo. Die Bremse ist ja in Ordnung, soll da hinten abhauen, ist ja wurscht. Ich habe ja genug Schnur drauf. Also egal, wo der dann hinschwimmt, mach die Bremse dann was feiner, dass der hinten abhauen kann. Und dann nehme ich die andere Route und hole die sofort rein. Hier habe ich die aktive Route mit dem Fisch. Und auf der anderen Seite hole ich zügig die andere Route rein. Und wenn die drin ist, kann ich dann auch hier hinten reinstellen. Hier beim Stayer kann ich das hier ganz gemütlich, wenn ich die rausnehme, kann ich die wunderbar da hinten reinstellen. Ja, dann ist die aus dem Weg. Habe ich also überhaupt gar kein Gelerch. Und erst dann drehe ich rum mit dem Boot, um mich dann um den gehackten Fisch zu kümmern. So vermeide ich einfach, dass du dann hier ein Gewurstel hast. Weil das geht ja gar nicht. Aber am Anfang ist man, wenn man das erste Mal im Kajak macht, immer ziemlich aufgeregt, weil boah, Biss und so und ja. Und dann vergisst man so ein bisschen das Steuern vom Kajak. Aber das hilft dir ja in dem Augenblick. Beim Ruderboot geht es nicht, weil da musst du ja auslassen, die Ruderroute nehmen und so. Und dann dreht sich das Ding so oder so schon. Ist nicht so toll, aber beim Kajak kannst du es ja. Ich kann ja freihändig fahren. Ruder steht, ich habe das Springbait unten drauf, das hält die Spur wunderbar. Und dann kann ich wunderbar so hantieren. Und dann habe ich also kein Gelerch. Weil das ist das Letzte, was ich jetzt bräuchte. Dass ich das einfach vorstelle, da hast du einen richtig tollen Fisch dran, bei Seeforelle, ganz extrem, weil die schießt ja durchs Wasser, dass alles zu spät ist. Und das mache ich hier jetzt genauso. Der Hecht ist doch nicht ganz so kompliziert, weil der macht mal eine Flucht und dann steht der erstmal rum. Er macht dann nochmal eine Flucht und so, das ist jetzt alles nicht so dramatisch. Bei der Seeforelle mit dem feinen Zeug, was meinst du, dass die hinten umeinander schießt? Der macht das schon Sinn. Schnell haken, tick, 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 die eine Route rein und dann kannst du loslegen. Das macht mir halt so Laune bei der Kajakfischerei. Ja. Ob das jetzt hier mit dem Hecht heute auch mal was wird, wäre cool, wenn ich das zufällig mal auf den Film kriege. Aber wie so immer, der Filme macht übrigens Jockel, Ammersee, ne? Liebe Grüße, ich habe dein Filmchen ja gesehen, wo du 28 Kilometer geschleppt hast für den tollen Hecht. Hat mich motiviert, auch mal ein bisschen Geduld zu haben. Ich bin nicht immer der Geduldigste, ganz muss ich gestehen. Da sind andere deutlich geduldiger als ich. Wenn ich da jetzt eine Stunde durch die Gegend schleppe und ich habe nicht mal einen Anfasser, dann verliere ich auch schon mal schnell die Lust und mache was anderes. Das ist ein Fehler, ich weiß. Aber ja, ich habe halt so ein bisschen Hummeln im Hintern, weshalb ich ja auch für die Renkenfischerei nicht so richtig zu begeistern bin. Ich meine, wenn es klappt, ist ja gut. Aber so eine Stunde dem Stöpsel dazu zu schauen, bringe ich nicht. Vielleicht kommt das später nochmal. Aber so kann ich wenigstens fahren. Das finde ich toll. Oh, da ist was Großes hochgekommen. Aleco mio. Ach, das ist eine Seeforelle. Zweimal vorn am Spitz. Da fahre ich gleich hin und werfe ein bisschen. Da überlege ich mir schon, was ich da drin mache. Habe ich genau gesehen. Die ist bestimmt einen Meter aus dem Wasser gesprungen. Okay. Gucke ich gleich mal. So, ich mache es jetzt wieder Jocke. 5,5 Kilometer. Immer noch kein Biss. Oh. Was haben wir da? Was ist das? Wieder bei 7 Meter. Okay. 7 Meter setzt das Ding auf. Das ist der größere, mit dem 30 Gramm Kopf. Gut zu wissen. Müsste da Kraut dran sein. Ah ja. Schau an, schau an. So kommt man auf seine Ideen. Also 7 Meter läuft das Ding, da setzt er auf. So kann ich doch mal locker. Ich kann alles Mögliche fahren, aber jetzt weiß ich wenigstens, wie tief das Ding läuft. Ja, Kilometer 15. Nix. So, Jockel, was ist los? 28 Kilometer, kein Biss. Ja. Was haben wir denn jetzt? 6:30. Jetzt bin ich seit Mittag. Was war das? 12:30. Bis jetzt unterwegs. Ich meine, es ist herrlich, ja. Ist ja auch nicht anstrengend, ist ja einfach nett. Ich habe einen falschen Köder. Jockel, erzähl mal.
Ich habe jetzt, wie gesagt, nur Gummifische geschleppt. Ich habe große Wobble, habe ich keine. Das man vielleicht mal gucken, ob das auch was taugt. Ich habe keine Ahnung. Fische habe ich wie blöd. Aber ist kein Hecht dabei, der Lust hätte. Naja, gut, ist vielleicht auch nicht der Tag. Anyway, so ganz langsam fahre ich wieder Richtung Leinsee. Aber sind ja noch bestimmt 4 Kilometer. Schauen wir mal. Ja. Wenn ihr noch einen super Tipp habt, was ich hier dranhängen soll, oder ob ich zu schnell oder zu langsam fahre, ich habe keine Ahnung. Ich fahre jetzt im Moment 2,5, weil da komme ich auf 8 Meter. Da ich keine Fische steigen sehe, vermute ich mal, dass sie eher ein bisschen tiefer stehen. Also fahre ich lieber ein bisschen langsamer, dass ich den Köderfisch auch noch mal reinkriege. Den Gummifisch meine ich. Ja, also 4 Kilometer habe ich noch. Und dann weiß ich nicht, vielleicht hat er schon eingeschlafen auf der Couch. Aber ich habe mir ja Mühe gegeben. Aber ihr seht schon, wie es ist, wenn er sagt, wieso kommt da kein Film? Ja, jetzt nur durch die Gegend dümpeln. Ich meine, wenn euch das gefällt, ist auch schön. Mir gefällt es natürlich, aber ich sitze ja auch nicht auf der Couch. Ich sitze ja im Boot. Das ist natürlich immer cool. Und so fahre ich jetzt in die Abendstimmung. So, das war ein Satz mit X. War nix. Da sind wir wieder angekommen. Was holen.